Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Drakensang. Stehen geblieben sind wir letztens in Moorbrück. Und nun sind wir endlich hier, nach all den Folgen in Ferdok, können wir endlich mal eine neue Gegend besuchen. Bisschen besichtigen, bisschen gucken, was hier so abgeht. So. Direkt eine Zwischensequenz. Ihr seid hier von Sinnen! Ihr wollt einen harmlosen Händler einfach einen Kopf kürzer machen, bloß weil er sich verirrt hat? Leute, hört nicht auf die Einflüsterungen dieses untoten Monstrums. Als Büttel von Moorbrück werde ich diesem finsteren Spuk ein Ende setzen. Untotes Monstrum? Ihr könnt mich doch nicht allen Ernstes mit einem dieser Untoten verwechseln. So habt doch Erbarmen und kommt zur Vernunft. Ruhe! Jedes Kind weiß, dass Untote immer abseits der Pfade wandeln. Und ich, Burgomil Scheffler, habe diese Kreatur der Nacht dabei ertappt, wie sie durch das Moor auf unser Dorf zuwankte. So höret denn, Bürger von Moorbrück. Ich werde nun das Urteil vollstrecken und diesen Untoten aus seiner götterbeleidigenden Existenz befreien. Ihr da! Wir kennen uns doch aus Avestreu. Ich bin es, Bredobento, der reisende Händler. Ja, so helft mir doch! Haltet euch da raus. Das ist allein meine Angelegenheit. Also ihr wollt diesen Mann nun dafür hinrichten, weil er sich im Moor verlaufen hat. Habe ich das so richtig verstanden? Was wagt ihr, euch einzumischen? Ich bin der Büttel von Moorbrück. Ich bestimme, was hier Recht und Unrecht ist. Und nicht irgendwelche dahergelaufenen Fremden. Okay. Glaubt mir, ich habe davon schon einige Tote und Untote zurück in Borons Arme geschickt. Und keiner von ihnen war des Sprechens mächtig. Noch fürchten sie ihr Schicksal. Machen wir das mal. Da habt ihr auch wieder recht. Sollte er aber am Anfang irgendwelche Leute anzufallen, ist es nicht nur... Ne, ist nicht nur er reif für das Henkersbeil. Okay. Habt Dank für euer Einlenken, werter Büttel. Ich versichere euch, dass euer Vertrauen nicht enttäuscht wird. Moorbrücker! Die Vollstreckung des Urteils wird vorerst aufgehoben. Geht also wieder zurück ins Gasthaus, dass mir keiner auf die Idee kommt, sich bei dieser Gefahr draußen herumzutreiben. Danke, dass ihr mich aus den Klauen dieses Irren befreit habt. Wenn ihr nicht zur rechten Zeit aufgetaucht wärt, wäre es ganz bestimmt um mich geschehen. Ja, das glaube ich auch. Ihr braucht mir nicht zu danken, guter Mann. Dank Fex, dass er mich gerade in diesem Moment hier ankommen ließ. Oh, das werde ich gewiss auch tun. Allerdings führen mich eigentlich eher die Belange Borums in diese gottverlassene Gegend. Ich wollte für die geweihte Moorlinde ein paar Waren abliefern. Eine Boron-Geweihte? Das verstehe ich nicht. Warum hat sie nicht eingegriffen, als man euch nach dem Leben trachtete? Immerhin seid ihr auch um ihrer Willen hierher gekommen. Das ist ja das Problem. Die Geweihte scheint verschwunden zu sein. Oben am Tempel traf ich nicht sie, sondern einen komischen Kauz, der gleich diesen Büttel alarmierte. Die Bohrengeweihte des Dorfes ist verschwunden und anstatt nach ihr zu suchen, werden Hinrichtungen an verirrten Reisenden abgehalten. Versteht ihr jetzt, weshalb ich so verängstigt war? Irgendetwas an dieser Angelegenheit ist ganz und gar nicht geheuer. Ihr solltet unbedingt nach der Geweihten suchen. Ich bin sicher, dass sie Hilfe braucht, wo immer sie auch stecken mag. Ich breche besser gleich auf und mache mich auf die Suche. Tut es. Ich werde mich so lange dort hinten bei dem verlassenen Stelzenhaus am Dorfrand verstecken. Alleine möchte ich diesem Büttel und seinen Leuten jedenfalls nicht mehr begegnen. Treff mich dort, wenn ihr Neuigkeiten oder Fragen habt. Ach, das habe ich fast vergessen. Hier, nehmt dies als Dank für die Abwendung für ein dunkles Schicksal. Ein paar Blutegel im Glas und diesen Schlüssel. Denn ich habe... Den habe ich auf meinem Irrweg tief im Moor in einer verrotteten Kiste gefunden. Er sieht so aus, als ob er zu einem verschlossenen Mausoleum gehören könnte. Da ihr sowieso ins Moor wollt, findet ihr vielleicht das passende Schloss dazu. Hey, das müssen wir definitiv mal ausprobieren. Wolfsratten. Schlammrige Stiefel. Und die Werkbahn Labor. Okay. Dann gehen wir mal rein ins Gasthaus Schlammriger Stiefel. Wir wollten gerade eben
einfach einen unschuldigen Mann ermorden. Aber sowas lassen wir nicht zu. Das gehört nicht zu unserem Kodex. Das nächste Bier geht zur Hälfte aufs Haus. Okay, keine Musik, sehr düster hier. Gehen wir mal hier rein. Reden wir mal. Reden wir mit jedem. Kurz. Seid gegrüßt. Ich bin Wirt Schotterbier. Wollt ihr ein weiches Bett oder die eine oder andere wertvolle Auskunft? Dann sprecht mit mir. Wenn ihr ein köstliches Mahl oder einen guten Schluck haben wollt, dann wendet euch ebenfalls an mich. Beides ist günstig zu haben. Mhm. Etwas stiller Empfang hier. Ja, es ist nicht leicht für Fremde, die es gleich mit den Bittel aufnehmen. Aber das soll nicht eure Sorge sein. In meinen Augen habt ihr richtig gehandelt. Was kann ich für euch tun? Diese Frage stelle ich euch. Was kann ich für euch tun? Gibt es Probleme, bei denen ich helfen kann? Ihr könntet Morlinde suchen und wohlbehalten ins Dorf zurückgeleiten. Morbrück ist mit oder ohne Bittel verloren. Aber Morlindes Fehlen kann über unser Leben oder Tod entscheiden. Doch da fällt mir ein, für mich könntet ihr auch eine Kleinigkeit besorgen. Einige Wolfsratten dringen immer wieder in meine Vorratskammer ein. Wenn ihr mir die Biester, die sich bei meiner Wirtschaft herumtreiben, erlegen könntet, würde ich euch gut belohnen. Diese Kreaturen sind dreister als eine Horde Kobolde. Selbst wenn Ulfried den Amboss bearbeitet, lassen sie sich nicht erschrecken und springen ihm fast auf den Schoß. Ulfried, ist das der hiesige Schmied? Er ist sowohl Schmied als auch Holzhändler. Meistens ist er draußen im Moor, um nach geeigneten Hölzern zu suchen. Ihn schrecken weder Untote noch Wolfsratten ab. Wegen dieser Wolfsratten, wenn ihr diese Biester loswerden wollt, kümmere ich mich natürlich darum. Diese Einstellung lobe ich mir. Was kann ich für euch tun? Ja. Gucken wir mal, was los ist. Ah, okay, nichts Interessantes. Gehen wir weiter. Okay, der hat uns jetzt eine Quest gegeben. Sagen wir mal kurz Hallo hier. Ich möchte nur in Ruhe auf mein Bier warten. Ist das zu viel verlangt? Okay, ihr gehört zur Dorfmiliz. Solltet ihr nicht auch da draußen nach Rechten sehen? Wusst nicht, dass was euch das angeht. Ihr tätet besser daran, euch um eure eigenen Angelegenheiten zu kümmern. Okay, stimmt das, dass die hiesige Bohrengeweihte vermisst wird? Vermisst? Ihr macht wohl Witze. Die Harpien sollen sie holen. Ist noch etwas? Ihr steht mir im Licht. Okay. Eine Scheißperson. Wer bist du? Bist du auch eine Scheißperson? Wieso habe ich mich breitschlagen lassen, der Miliz beizutreten? Wieso nur? Person, die nur rumheult? Was hält euch denn noch bei der Miliz, wenn ihr so hadert? Mein Gewissen würde mich so doch sehr plagen, wenn ich meine Leute einfach so im Stich ließe. Falls die Bedrohung der Untotenplage eines Tages endlich abgewehrt sein wird, werde ich die Miliz wieder verlassen. Was meint ihr, an welchem Ort im Moor könnte die Bohrengeweihte verschlagen haben? Ich wünschte, ich könnte euch einen Ort nennen. Soweit ich weiß, wollen sie den Grund für die untote Flut aufspüren. Früher, müsst ihr wissen, galt es, allein nachts das Moor zu meiden, um sein Leben zu schützen. Seit einigen Monden jedoch machen die Untoten Jagd auf uns, als wäre ein unbändiger Hass auf all Leben in ihnen erwacht. Was hält euch denn noch hier bei der Miliz? Okay, das habe ich noch gefragt, gerade eben. Dumm. Wäre auch kein großer Unterschied zu vorher, wenn du mich... Ein bisschen Hirn könnte dir aber auch nicht schaden, wenn wir schon dabei sind. Okay. So, die haben uns auch nichts Wichtiges zu sagen. Dorfstecher Vigor. Habt ihr nicht Zeit für einen kleinen Plausch? In letzter Zeit kommen so gut wie keine Reisenden mehr nach Moorbrück. Dabei tausche ich so gern mit fremden Neuigkeiten aus und erzähle von mir, meinem Wirken und meiner Arbeit. Okay. Dein Wirken, deine Arbeit. Außer einem Humpen, nachdem den anderen zu lernen und die Leute mit deinen Getratsch aufzuhalten, tust du doch gar nichts. Irla, doch nicht vor Fremden. Was soll man da nur vor uns denken? Na gut. Erzähl mal,
von euch in aller Kürze. Also gut, ich werde mir Mühe geben, nicht abzuschweifen. Geboren als Vigo bin ich der älteste von drei Brüdern und zwei Schwestern. Meine Eltern starben seinerseits durch die Hand der Untoten. Eigentlich bin ich Torfstecher und wohne etwas außerhalb des Dorfes, aber in diesen traurigen Tagen bin ich selten bei meiner Familie und muss dafür umso mehr Gräber ausheben. Gräber ausheben, seid ihr der hiesige Totengräber? Genau, das wollte ich gerade erzählen. Es gab einen Beschluss, dass unsere gute Molinde nicht auch noch die Gräber ausheben sollte. So übernahm ich diese Arbeit vor einigen Jahren, bevor ihr fragt, Molinde ist die Bohrengeweihte des Dorfes. Ein wirklich anständiger Kerl, dafür, dass sie eine Frau ist. Was? Kerl? Spricht man so von einer Geweihten? Das würde mich auch sehr interessieren, Vigor. So meinte ich es doch nicht. Sie ist nicht nur eine ehrenhafte Frau, sondern auch ein ehrenhafter Mann. Nein, ich meine, ach, ist doch auch nicht wichtig. Ich wollte auch gar nicht über sie reden, sondern über mich. Ihr seht ja, zu welcherlei Missverständnisse das führt. Also, wo war ich stehen geblieben? Ja, also es gab zu viele Gräber, die man in letzter Zeit ausheben musste. Alles nur wegen dieser verdammten Untotenplage. Unsere Morlinde ist deswegen ins Moor gegangen, um mich den Dingen auf den Grund zu gehen. Verdammt, jetzt rede ich schon wieder über sie. In diesem besonderen Falle könntet ihr eine Ausnahme machen. Ich bin auf der Suche nach ihr, um nachzusehen, ob ihr etwas zugestoßen ist und ich ihr helfen soll. Ach, lieber nicht. Ich neige leicht dazu, mich zu verplappern. Gerade neulich habe ich auch aus Versehen die Sache mit Grobers Schatz... Grobers Schatz? Was für ein Schatz? Was wie? Ihr verflucht? Ach, meine Mutter hat recht. Ich bleibe und bin ein Tollpatsch. Seid ihr da nicht etwas zu streng mit euch? Nun, ich will eure Verschwiegenheit nicht länger auf die Probe stellen. Einen guten Abend wünsche ich noch. Danke, ja, und einen guten Abend euch auch. Okay. Ja. Bevor wir gleich mit ihr reden, na, ich weiß, wer das ist. Reden wir kurz mit ihm. Ja, wollt mit mir reden, was? Ja, mit dir. Darf ich ein paar Fragen stellen? Mal nachdenken. Nein, denke ich nicht. Frag jemand anderen. Bin nicht redselig. Wenn ich jetzt Schatz sage, was bekomme ich dann für eine Antwort? Welche miese Vigo... Sonnenklar... was? Nicht wahr? Er will mich ärgern, dieses... Das ist eure Antwort. Wie kommt ihr drauf, dass Vigo mir... Ja, ist sie. Weiß zwar jeder hier, dass mit dem Schatz aber nur... Weiß jeder das mit dem Schatz aber nur... Er ist so grottendumm, als einen Fremden auszuplaudern. Es ist ihm nur herausgerutscht. Er macht's nicht besser. Kein Stück nicht. Was hat es denn mit dem Schatz jetzt auf sich, ne? Sehe ich aus wie Vigor? Warum sollte mir etwas rausrutschen? Nein, ihr seht nicht aus wie Vigor, aber Vigor sieht so aus wie Vigor. Vielleicht rutscht ihr ihm ja noch mehr heraus, ne? Grober hinters Licht führen wollen? Drauf. Läuft's also heraus, ne? Meine Güte, ich frag doch nur, weil ich behilflich sein kann. Ich bin viel unterwegs und Schatz finden gehört auch zu meinem Geschäft. Eher Schatz behalten. Kommt wieder, wenn ihr mich überzeugen könnt, dass ich euch vertrauen kann. Jetzt geht. Ich muss erstmal einen über Vigos Herausrutscherei trinken. Na dann Prost. Ja, ihr wollt mit mir sprechen. Nila, sprich nicht mit dieser dahergelaufenen Grober. Was fällt dir ein? Manchmal bist du unerträglich. Bitte nehmt es ihm nicht übel. Es ist einfach seine Art, über Leute alle Maße unhöflich zu sein. Er beleidigt andere Leute, ohne darüber nachzudenken. Wie kann ich euch helfen? Okay. Wisst ihr etwas über den Magier Rakurium? Er soll sich in dieser Gegend aufhalten. Rakurium heißt er also. Ja, ich erinnere mich. Ihr habt ihn um ein paar Stunden verpasst. Ein seltsamer Chaos, ohne Zweifel. Er schien so wunderlich wie mein verstorbener Ehemann in seinen lichternen Momenten. Er und seine beiden Gesellen verweilten nicht lange zum Gasthaus und zogen weiter Richtung Moor. Draußen traf ich sie, aber ich konnte kaum ihre Gesichter erkennen. Der Moornebel war dicht,
wie ein Leichentuch. An ihr armes Maultier kann ich mich aber noch sehr gut erinnern. Voll beladen war es, mit Kisten, Säcken und einem großen Kessel. Es hatte mich noch gewundert, wie es unter dieser Last überhaupt bis diesen Ort hier geschafft hat, das arme Tier. Und sonst ist euch nichts aufgefallen? Nein, sie ging einfach weiter ins Moor. Wobei ja, da war noch jemand hinter der Brücke. Bei dem Nebel bin ich mir nicht sicher, wer es war, doch ich meinte, die Gestalt hatte die drei beobachtet. Doch dann war sie auch wieder weg. Für einen Untoten war sie zu schnell. Vielleicht nur ein eine Sinnestäuschung. Vielen Dank. Okay. Komm. Mehr zu sagen hat sie für uns auch nicht. Fragen wir mal hier diese Streunerin. Seid gegrüßt. Eurer Gewandung nach zu urteilen, stammt ihr ebenfalls nicht von hier? Und ich dachte schon, ich wäre die einzige Fremde hier. So wie es aussieht, seid ihr das bei weitem nicht. Mein Name ist Timusch. Darf ich fragen, weshalb ihr hier seid und wie ihr heißt? Ihr dürft zumindest, was meinen Namen betrifft, Belisa Grüneberg. Erfreut euch kennenzulernen. Ihr wart gar nicht draußen bei der Versammlung. Man kann mir wohl kaum verübeln, dass ich es vorgezogen habe, dieser abergläubischen Zeremonie nicht beizuwohnen. Am Ende war ich diese Nächste gewesen, weil Husten als erstes Anzeichen des Untotwerdens gesehen wird. Wenn ihr mir schon nicht sagen wollt, was euch hierher führt, darf ich dann wenigstens den Grund für eure Verschwiegenheit erfahren? Nun, ach, sei's drum. Sparen wir uns diese Plänkereien und spielen mit offenen Karten. Speckstein aus Ferdok hat euch geschickt, ist es nicht so? Ich? Jetzt, wo ihr mich direkt drauf anspricht, diese Beschreibung passt in der Tat genau auf euch. Wäre euer Geständnis mir nicht zuvor gekommen, hätte ich euch sicher darauf angesprochen, Talia. Talia di Ravendosa. Wenn ich bitten darf, um es gleich vorwegzunehmen, ich wollte Speckstein nicht ausnehmen, zumindest nicht in diesem Ausmaß. Ich selbst bin Opfer schrecklicher Umstände, die mich zu jener Verzweiflungstat zwangen. Ich biete euch einen Handel an. Vielleicht sogar, ich bitte euch um Hilfe. Ich bin etwas überrascht. Ehrlich gesagt habe ich fest damit gerechnet, dass ihr den Diebstahl leugnen würdet. Vor allem aber frage ich mich, weshalb ihr ausgerechnet Moorbrück als Versteck ausgewählt habt. Das will ich euch alles erklären. Es ist jedoch eine längere Geschichte. Auch wenn es mir nach Zeit mangelt, will ich euch trotzdem die Geschichte hier mal kurz hören, ne? Erzähl mir alles. Also, gut, in aller Kürze. Ich lese jetzt nicht mal mit ihrer Stimme vor, weil es ist gerade ein bisschen anstrengend. Ich lese jetzt einfach nur mit meiner Stimme das alles vor. Der Halsschmuck, den ich trage, ist verflucht. Vor kurzem konnte ich in Erfahrung bringen, wie dieser Fluch zu lüften ist. Zu diesem Zweck muss ich in einer der Grüfte, die über das Moor verstreut liegen. Da es mir Moor alleine aber zu gefährlich ist, brauche ich eure Hilfe. So helft mir bitte. Bekommt ihr dann Hust-Hust, nachdem der Fluch gelöst ist? Solltet ihr mir helfen, bekommt ihr Hust-Hust, nachdem der Fluch gelöst ist, Specksteins Habe zurück. So. Daher brauche ich euch eure Geleit, damit ich die Kette zurück an ihren Bestimmungsort bringen kann. Doch solange diese Untotenplage wütet, setze ich auch mit Eskorte keinen Fuß nach draußen. Bitte kehrt zu mir zurück, sobald ihr Kunde über das Versiegen der Untoten Angriffe habt. So dass wir dann schnellstens aufbrechen können. Wenn die Untotenplage beseitigt ist, werde ich mich melden. Und ihr steht da für eure Missetaten dann ein? Ja, das verspreche ich. Ich komme auf dich zurück. Dann später, liebe Dame. Talia. Verzeiht mir, wenn ich manchmal nicht immer Lust habe, diese ewigen Dialoge vorzulesen. Aber was soll's. Gucken wir mal, was es hier noch so gibt, bevor wir aufbrechen. Wolfsratten, über die können wir uns gleich kümmern. Vielleicht haben wir... Milizionär. Da sind sie.
Vielleicht bekommen wir was Interessantes noch von diesem Typen. Dann können wir auch aufbrechen. Wenn wir noch zu diesem Turm gegangen sind, dann können wir aufbrechen. Das verspreche ich euch. Okay, Wolfsratten, die scheinen einfach zu sein. Über die müssen wir nicht so viel. Komm, machen wir das mal ganz schnell. Machen wir das sehr schnell. Wir haben 20 Leben. Vorgrim, du brauchst ein wenig. Oder kann es sein? Wir sind hier, Rolana. Ey, Rolana ist schneller als Vorgrim. Ja. Vorgrim, du brauchst immer noch eine Ratte. Ernsthaft, ja? Ich bin enttäuscht von dir. Wolfsratten von Moorbrück wurden aktualisiert. Easy. Das ist mal eine Easy-Quest zur Abwechslung. Aber gleich, wenn es nach Moorbrück geht und wenn wir die Untotenplage anfangen, versuchen zu hier beseitigen, wird es ein wenig schwieriger werden, weil die schon was aushalten. Ich weiß nicht mehr, halten die was aus oder die machen heftigen Damage oder die machen beides. Beides wäre natürlich nicht so gut, ne? Ah, da seid ihr ja wieder. Ja, da bin ich. Was kann ich für euch tun? Ja genau, stimmt. Ich habe die Wolfsratten erledigt. Wunderbar, dann nehmt bitte diese 4 Silber. Sind wir mal nett, oder? Sind wir nett? Wir behalten bald dein Geld in dieser von Nöten befallenen Gegend. Braucht ihr dringend, ist dringender als ich. Ich muss sagen, ihr seid einfach aus dem richtigen Holz geschnitzt. Ihr gefällt mir. Was kann ich noch für euch tun? Gar nichts, mein guter Mann. Wir müssen jetzt los. Wir müssen jetzt ein paar Untote erledigen. Zombies. Moorbrücker Sümpfe. Kosch und Umgebung. Die Moorbrücker Sümpfe werden wir. Befreien von dieser Plage. Gehen wir mal kurz aber noch zu Büttel. Ich muss mein Dorf gegen die Untotenplage verteidigen. Ihr sucht lieber Schutz im Gasthaus, wenn euch euer Leben lieb ist. Ja, okay. Der Büttel hat immer recht. Und er allein besitzt die Kraft, die Untoten auszumerzen. Kommt ihm bloß nicht nochmal in die Quere. Am besten, ihr macht es wie diese feige Boron-Geweihte und sucht das Weite. Okay, ein Arschkriecher. Sowas wollen wir, mit sowas wollen wir definitiv nichts zu tun haben. Labor. Ja. Wir werden diese Gegend befreien von den Toten. Und dann kannst du auch machen, was du willst. Was ist denn das dort für eine Turmruine? Interessant. Ja, oder? Geweihte Molinde. Nein, nur ein Schatten. Oder doch nicht. Molinde? Ah, doch ein Schatten. Was? Molinde? Seid ihr Molinde? Nein. Molinde, ich bin Timusch. Schade. Ist. Nochmal. Molinde? Aber natürlich, ich bin Molinde. Seid was gibt's Molinde? Neues? Ui, das muss ich sofort Burgomil erzählen. Junge, wird er sich aber freuen. Burgomil, Moment mal. Ihr könnt gar nicht Molinde sein. Molinde ist nämlich eine Frau. Ihr seid ein Mann. Hä? Verflixt, euer scharfer Verstand hat mich entlarvt. Scharfer Verstand, ich... Meint ihr wirklich? Aber ja doch. Sehe ich so aus, als ob ich euch einen Bären aufbinden würde? Mit Tieren kenne ich mich nicht so aus. Das mag sein, aber ihr werdet sicher keine Probleme haben, mir einige Fragen zu beantworten. Also ich denke nicht, nein. Okay, meintet ihr mit Burgomil vorhin, Burgomil Scheffler, diesen hiesigen Büttel? Ja, genau, den meine ich. Habt ihr etwas dagegen, wenn ich euch noch ein paar Fragen stellen würde? Ja, sag, guter Mann. Was wisst ihr über die Untotenplage? Ja, also davon weiß ich nichts. Nur, dass wir nicht ins Moor dürfen gehen.
Da kann Boromir uns nämlich nicht beschützen. Jawohl, und ich soll hier warten, bis Morlinde wiederkommt. Okay. Ist dieses hier der Boron-Tempel? Ja, das schon. Aber Morlinde ist nicht da und ich soll doch warten, bis sie hier wieder ist. Okay. Wisst ihr denn, wo Morlinde sein könnte? Nein, das weiß ich nicht. Ich soll nur auf sie warten. Erzähl mal was über dich. Ach so, ja, also ich bin der Hamwin und soll ich auf Morlinde warten, weil ich der Verlässlichste von der ganzen Miliz bin. Ja, okay. Er ist ein wenig beeinträchtigt im Kopf. Aber vielleicht kommt Morlinde irgendwann wieder und er hat seine Aufgabe stolz erfüllt und kann dann seinen anderen Aktivitäten nachgehen. Was ist denn hier? Grabschrift. Wer gedenkt, unser als nicht der Hüter selbst, unvergessen, verweilst du in meinem Herzen, edler Fremder. Okay. Lesen wir mal das kurz durch. Das ist ein Specialstein. Er wusste in allen Verhandlungen stets Fex auf seiner Seite. Und wir wollten hoffen, dass der Schweigende mit sich reden lässt. Okay. Nein. Morlinde, hiermit danke ich den Göttern für die Existenz von Leibwächtern. Mir bleibt die Spende dieses Grabsteines und die ewige Trauer. Aber dann brechen wir mal auf, ne? Was ist denn das da hinten? Dann brechen wir auf. Hast du uns noch was Wichtiges zu sagen? Welche ironische Lebenswende. Vor einigen Wochen noch war ich Torfstecher und musste mich mit meinem Spaten gegen die Untoten verteidigen. Nun habe ich keinen Spaten mehr und muss nicht nur mich, sondern auch den Rest des Dorfes gegen Untote verteidigen. Ja. Ich suche den Zauberer Kurium. Habt ihr ihn gesehen? Ja, er ist mit zwei Novizen hier durchgekommen. Er machte einen recht verworrenen Eindruck und faselte irgendwas von Studienreisen und stieg für eine Nacht hier im Gasthof ab. Am nächsten Morgen machten sie sich weiter in Richtung Moor. Ach ja, einer seiner Begleiter kam noch einmal zurück und hat ein vergessenes Buch aus dem Gasthof geholt. Was kann die Brückenwacht für euch tun? Ja... War Moorbrück immer schon so bedroht davon? Ich will euch nichts vormachen. Ich bin ein einfacher Mann und verstehe nicht von viel von diesen Dingen. Da weiß ich auch nicht, woher oder warum die Untoten kommen. Ich weiß nur, dass wir ohne Beistand der Bohrengeweihte nicht mehr lange durchhalten werden. Ich hoffe, sie taucht bald auf. Was kann die Brückenwacht für euch tun? Na dann, guter alter Mann. Mach dann weiter deine Wacht. Ach, bevor ich es vergesse. Geht besser nicht weiter ins Moor hinein. Aus dieser Region kommen die Untoten. Ja, genau. Ja, da wollten wir doch gerade hin, ja. Das ist denn doch das, was wir machen wollten. Rodan ist vergiftet. Und dann wir erst kurz beschwören wir unseren Untoten. So. Wir sind bereit zu kämpfen. Oh. Oh, no. No. Wer bist du? Ich glaube, das ist einer der Novizen, ne? Rufus. Achso, ja, Rufus. Nein. Was ist passiert? Und totes Maultier. Bei meiner Axt. Eine gute Entscheidung. Komm schon. Nein. Verdammt. Also wieder. Aber das Maultier hatte, glaube ich, ein bisschen Schaden schon gemacht, ne? Nice. Gute Entscheidung für die Königin.
100 Leben geht klar. Das, ich versuche mein Bestes. Warum habe ich das schwieriger in Erinnerung gehabt, gegen die zu kämpfen? Ach, egal. Ja, ich. Ich finde das fragt nichts. Verflucht. Der hat ja ziemlich zugebissen, dieses Maultier. Schade. Schade um ihn und das Maultier. Aber wir haben Rufus befreit. Befreit von seinem Elend. Von seinem Elend und hoffen mal, dass es Nottl nicht auch noch erwischt hat. Einen Moment, kann ich das eigentlich mit dem hier heilen? Oder muss ich das wirklich jetzt immer mit Verbänden machen bei ihm kurz? Gut. Ja dann, gehen wir mal weiter, ne? Verflixt! Riesenkrabben. Einen Moment. Das war das Gasthaus. Suche nach Akurium. Finde Morlinde im Moor. Beseitige die Untotenplage. Morlinde im Moor. Akurium im Moor. Dann haben wir noch hier. Achso, die Rattenplage. Die. Da war noch irgendwas anderes. Genau. Lass uns zu Thalia zurückgehen, wenn wir das hier gemacht haben. Ich weiß aber nicht mehr, was das für eine Quest hier war. Das machen wir definitiv dann auch. Wir müssen es aber, dürfen es aber nicht vergessen. Oh, die sind hart, die Teile, glaube ich. Die sind hart. Die haben ein bisschen was an Damage schon gemacht, kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ein Zwerg, ein Amazone vor meine. Wer sonst als ich? Ja! 50 Leben. Nur 50 Leben? Nein! Aber Knochenbrüche sind so. Knochenbrüche, ja. In Knochenbrüchen sind sie gut, das merke ich gerade. Okay. Einer weniger. Dieses merkwürdige Getier so zäh schmeckt, wie es kämpft, sollten wir die Überreste dem Moor überlassen. Ja, das sollten wir machen. Obwohl, vielleicht sind die auch viel wert, die Überreste von ihr. Oder ich heb's doch, glaube ich, auch. Ein Moment, was hat es so? Riesengrabenscheren. Nehmen wir mit. Am Ende sind sie super viel wert. Und dann haben wir es bereut, bereuen wir es dann, dass wir es nicht mitgenommen haben. Ne, Leute? Niemals etwas bereuen. Da sind zwei Wege. Der eine führt hierhin. Okay, da ist ein grelles Licht. Und der andere führt hierhin. Zu den Grüften in Moorbrück. Was ist hier? Da kann man nicht drauf, okay. Ja, gucken wir mal so uns einfach um, ne? Was so abgeht. Vielleicht finden wir ja was Nettes. Wolfsratten. Eine Wolfsratte rennt auf uns zu. Betreten wir mal die erste Gruft. Die Grüfte haben super viele Schätze. Ich glaube, ich kann mich noch daran erinnern, dass dieses trotz des beruhigenden Steins ringsum. Da lauert etwas auf uns. Ja, das denke ich auch. Oho, wen haben wir denn hier? Zur Abwechslung mal ein lebender Spender. Gebt uns all euer Gold, wenn dies nicht zum Ort eurer letzten Ruhe werden soll. Ja, also spart euch die Drohgebärden. Ich habe nichts von Wert bei mir. Überreden Gold von mir? Der könnt ihr erheblich mehr Gegenwehr erwarten als von den hiesigen Untoten. Da habt ihr auch wieder recht. Lassen wir es das also.
Ihr habt uns nicht gesehen und wir haben euch nicht gesehen. Ich bin Strassstein und der Bursche dort ist Kiesel. Seid gegrüßt. Es ist gut, mal jemanden im Sumpf zu treffen, der nicht tot oder untot ist und gleich auf einen losgeht. Ja, aber ihr wolltet auf uns losgehen. Darf ich mal raten, ihr seid Gruftforscher und versucht der Nachwelt wertvolle Zeugnisse der Zeit nahezubringen? Stimmt auffällig. Wenn wir uns einigen, können wir künftig von den historischen Kostbarkeiten Abstand nehmen. Nein, danke. Ich denke, es wäre eher in eurem Sinne, von dieser ganzen Gruftgeschichte völligen Abstand zu nehmen, ne? Wie meint ihr das? Ich denke, diese Grabräuberei ist doch nicht das Richtige für euch. Zu viele Gefahren, die euch zum Verhängnis werden können. Das Leben ist eine einzige Gefahr. Wenn euch wirklich so viel daran liegt, gebt uns einfach, sagen wir mal, eine Handvoll, also 5 Dukaten, und wir werden tunlichst versuchen, das Grabräuberleben hier hinter uns zu lassen. So viele Dukaten? Ach, ich meine eine Handvoll Dukaten für mich und für Kiesel, ne? Eine Handvoll Dukaten für jeden von uns. Macht also 2 Handvoll Dukaten. Für diese Summe werden wir gerne den Grabschätzen den Rücken kehren. Ey, machen wir das? Aber das ist ja 10 Dukaten? Tun wir's. Hier sind 10 Dukaten für euch. Und nun will ich euch nie wieder hier sehen. Also gut. Wir schwören bei allem, was uns so hoch und heilig ist, dass wir nie wieder von dem Verblichenen stehlen werden. Nicht wahr, Trassstein? Ihr seid recht großzügig. Damit hätte ich nicht gerechnet. Ja, verdammt. Wir suchen uns eine neue Berufung. Auch wenn es schmerzt. Mich zumindest. Es ist besser so, Trassstein. Und ich möchte euch als Zeichen unseres Dankes für diesen Haufen Geld etwas geben. Unser letztes Fundstück. Ein wenig Schmuck. Frisch aus der Gruft. Macht damit, was ihr wollt. Wir gehen erstmal nach Moorbrück anheben und nachdenken, was wir zukünftig machen werden. Das ist immer ein guter Anfang. Nur, was soll ich mit diesem Schmuck anfangen? Behaltet ihn, spendet ihn für einen guten Zweck oder macht ihn beim Händler zu klingender Münze. In Ferdok soll er eine Diebesgilde geben oder ihr könntet den Schmuck auch in einer der Särge einfach zurücklegen, ne? Ich bin auf der Suche nach einer Bohrengeweihte von Moorbrück. Habt ihr sie zufällig gesehen? Nein, haben wir nicht. Wieso? Ist sie verschwunden? Der wird schon nichts passiert sein. Menschenkenntnis, meine Gegenwart scheint euch zu unbeunruhigen oder weshalb habt ihr so gezögert? Was wie? Ach, es war sowieso eine idiotische Idee. Ich sollte das alles von Anfang an nicht. Halt die Klappe, Kiesel! Was? Nein, ich rede. Ey, das jetzt. Ist so gut, dass sie mal ab und zu für mich reden. Trassstein. Wenn wir uns niemandem anvertrauen, macht dieser widerwärtige Kerl uns doch den Gar aus. Oder beschert uns ein grausiges Untotendasein. Ein grausiges Untotendasein bescheren? Wovon redet ihr? Es gibt hier einen Nekromanten im Sumpf. Der hat uns wie auf frischer Tat ertappt und wollte uns gleich zu seinen Dienern machen. Wir haben uns nach Leibeskräften gewehrt, doch wir wurden schnell überwältigt. Ich konnte ihn jedoch überzeugen. Überzeugen? Wie ein greinender Hosenmatz hast du gebettelt. Ach, wo die Leiche eh aus dem Sack ist, kann ich auch sagen, wie es wirklich war. Mein Kumpel flehte um sein Leben, während ich mit dem meinigen bereits so gut wie abgeschlossen hatte. Und was geschah dann? Dieser dunkle Zauberer wollte uns gerade das Ding ausmachen, als er plötzlich innehielt, so als ob eine innere Stimme ihn zurückgerufen hatte. Von Sinneswandel zu sprechen wäre übertrieben, doch war er mit einem Male beinahe umgänglich. Er verlangte von uns, die Bohrengeweihte des Dorfes aus dem Weg zu schaffen. Nur dann wollte er uns das Leben schonen. Mehr noch, er sicherte uns sogar zu, dass uns die Untoten nie wieder behelligen würden. So haben wir zugesagt. Wir haben Molinde in eine der Grüfte gelockt, zu dem wir einen Schlüssel hatten, also Tür zu, Geweihte weg. Den Nekromanten haben wir den Schlüssel gegeben. Zwar hat er uns verschont, aber völlig zufrieden schien er nicht. Er wollte die Frau wohl tot sehen. Dennoch hat er Wort gehalten und uns verschont. Wir konnten nun selbst in die Grüfte hinein, die zuvor wegen der Untoten unmöglich zu betreten war. In welcher Gruft genau habt ihr Molinde eingesperrt? Der Geweihten dürfte nichts geschehen sein. Sie ist noch nicht allzu lange eingesperrt. Die Gruft liegt rechts.
nahe am Dorfeingang. Ich zeichne sie euch genauer ein. Tut das. Ich werde dort mal nach den Rechten schauen. Falls ihr etwas zugestoßen sein sollte, weiß ich ja nun, an wen ich mich zu halten habe. Und euch will ich hier nicht noch einmal erwischen. Ja, keine Sorge, wir werden nun von an ehrlich leben. Komm, wir gehen, Traststein. Okay. Na dann. Haben wir aus denen etwas rausbekommen? Pfeife lassen wir da drinnen. Was bist denn du denn? Was? Steht er mir einfach da? Ich dachte, das wäre so. Ich dachte, das wäre mein Skelett. Heiliger. Gute Entscheidung. Babam, babam. Aber die haben sieht sich leben. Scheint dir ganz easy zu laufen hier bis jetzt. Blutiges Beil. Wie viel bekommen wir dafür? Nehmen wir mal mit. Warum nicht? Bekommen wir vielleicht ein paar Silber raus. Wir haben denen 10 Dukaten gegeben und wir haben jetzt 9. Glaubt mir, Leute, wir werden das schon alles, Altarschale. Die hat doch einen bestimmten Grund. Okay. Wir werden das Geld schon wieder zurück eintreiben. Und sie haben uns Schmuck gegeben, ja. Schmuck. Auch wenn es vielleicht nichts wert ist, freut es mich, dass wir eine gute Tat vollbracht haben. Und wir wissen jetzt, wo Morlinde ungefähr sein könnte. Wir haben auf jeden Fall einen Art Punkt, wo wir gehen können, wo wir uns orientieren können, ist verschlossen. Eine gute Entscheidung. Kannst du sie öffnen vielleicht? Sie ist einfach verschlossen. Dazu gibt es auch gar nichts. Kein Dietrich können wir nicht öffnen und wir haben auch keinen Schlüssel. Vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt hier wieder zurückkehren. Gucken wir mal kurz. Ich denke, da sind nur Ratten. Ja. Ich glaube, das sollte es schon mal gewesen sein für diese Folge. Haben hier ein paar Informationen erlangt über Moorbrück, wie die Situation hier sein könnte, und wir haben einen Anhaltspunkt, zu dem wir auch uns bald fortbewegen werden. Erstmal zu der Gruft. Zu der Gruft aber in der nächsten Folge. Anscheinend ist hier ein Nekromant, der dieses alles hier verursacht hat. Und Leute, es ist immer ein Nekromant. Egal in welchem Spiel, wenn Untote, Scharen, Horden von Untoten im Spiel sind, hat immer ein Nekromant seine Finger im Spiel. Und ihr seht da oben, Novize Nottel sehe ich gerade und ein Untoter. Wir müssen ihn retten. Aber das in der nächsten Folge. Außerdem muss ich gerade sehr, sehr dringend auf Toilette. Ich glaube, das wollte niemand wissen. Aber trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Euer Timusch.